Zum Thema der trigonometrische Kreis. Hier starten wir mit einer Einleitungsfrage. Auf dem Taschenrechner finden wir diese drei Tasten Sin, Cos und Tan. Frage: Wozu dienen diese drei Tasten? Oder was kann man durch diese Tasten berechnen? Wir werden diese Frage hier gründlich beantworten und starten dazu sofort in einem Bezugssystem der Ebene. In diesem Bezugssystem der Ebene konstruieren wir den Kreis mit Zentrum 0,0 und Radius 1. Diesen Kreis nennt man den Einheitskreis oder auch den trigonometrischen Kreis. Im trigonometrischen Kreis wird ein angegebener Winkel immer wie folgt eingezeichnet. Zuerst einmal sorgt man dafür, dass die Winkelspitze der Ursprung O vom Bezugssystem ist. Der erste Winkelschenkel ist immer die halbe x-Achse nach rechts und der zweite Winkelschenkel, der wird eingezeichnet je nach der angegebenen Öffnung des Winkels Alpha. Um diesen Winkelschenkel einzuzeichnen, startet man immer von diesem Punkt E mit Koordinate 1, 0 und dreht im positiven Drehsinn, wenn der angegebene Winkel positiv ist, und im negativen Drehsinn, wenn der angegebene Winkel negativ ist. Der positive Drehsinn, das ist der Drehsinn dem Uhrzeiger entgegengesetzt, und der negative Drehsinn, das ist der Drehsinn der Uhrzeiger. So trägt man also einen Winkel Alpha im trigonometrischen Kreis ein. Die x-Achse und die y-Achse, die zerlegen eigentlich die gesamte Ebene in vier Viertelebenen. Hier ist die erste Viertelebene, da ist die zweite, hier ist die dritte und da ist die vierte. In der Mathematik spricht man aber hier nicht von Viertelebenen, sondern von Quadranten. Hier ist der erste Quadrant, Q1, das ist der zweite Quadrant, Q2, hier ist der dritte Quadrant und da ist der vierte Quadrant. Jetzt konzentrieren wir uns nochmal auf diesen Winkelschenkel OP. Dieser Winkelschenkel OP bestimmt auf dem trigonometrischen Kreis genau diesen Punkt P. Und dieser Punkt P hängt vom Winkel Alpha ab, denn wenn wir Alpha verändern, dann ändert der Punkt P mit. Da dieser Punkt P von Alpha abhängt, muss auch seine Abszisse von Alpha abhängen und diese Abszissenabhängigkeit hat man Cosinus genannt. Die Abszisse von diesem Punkt P ist also der Cosinus von diesem Winkel Alpha. Definieren wir also den Cosinus jetzt. Seien P ein Punkt auf dem trigonometrischen Kreis und Alpha der Winkel EOP. Schauen wir nach, das ist der Winkel Alpha und das ist der Winkel EOP. Korrekt. Der Cosinus des Winkels Alpha, kurz geschrieben Cos Alpha, das ist die Abszisse vom Punkt P. Der Cosinus ist somit korrekt definiert. Jetzt schauen wir uns die Variation vom Cosinus an, wenn Alpha variiert, das heißt, wir schauen, wie der Cosinus sich verändert, wenn Alpha ändert. Das können wir hier schön per Animation überprüfen. So. Im ersten Quadranten ist der Cosinus streng positiv, im zweiten ist er streng negativ, im dritten auch streng negativ und im vierten ist er wieder streng positiv. So, ich stelle den Winkel Alpha nochmal so ein. Wir haben also gesehen, im ersten Quadranten ist der Cosinus streng positiv, im zweiten und im dritten streng negativ und im vierten ist er wieder streng positiv. So etwas behalten wir aber nicht auswendig. Ich setze den Winkel mal so, damit wir das Plus besser sehen. So, ich halte den Cosinus jetzt nochmal weg. Wir wissen, dass dieser Punkt P von Alpha abhängt. Also hängt nicht nur seine Abszisse von Alpha ab, sondern auch seine Ordinate. Und diese Ordinatenabhängigkeit von Alpha hat man Sinus genannt.
Der Sinus von Alpha ist also die Ordinate von diesem Punkt P, der auf dem trigonometrischen Kreis bestimmt wird, durch diesen Winkel Alpha. Definieren wir also jetzt auch noch den Sinus korrekt. Unter denselben Angaben ist der Sinus des Winkels Alpha, kurz geschrieben Sin Alpha, die Ordinate von diesem Punkt P des trigonometrischen Kreises. Jetzt schauen wir hier wieder, wie der Sinus variiert, wenn Alpha sich verändert. Im ersten Quadranten ist der Sinus streng positiv, im zweiten auch. Im dritten ist er streng negativ und im vierten Quadrant ist er auch streng negativ. Wir stoppen die Animation. So, ich setze das wieder schön zurück. So, wir haben also gerade gesehen, dass der Sinus im ersten Quadranten streng positiv ist, im zweiten auch, im dritten streng negativ und im vierten auch streng negativ. Das behalten wir nicht auswendig, wir lesen das ganz einfach im trigonometrischen Kreis ab. So, ich schalte jetzt nochmal den Cosinus ein. Jetzt sind beide vorhanden. Der Cosinus von Alpha ist die Abszisse von dem Punkt P und der Sinus von Alpha ist seine Ordinate. Und jetzt schauen wir uns die Variation von Cos und Sin an, wenn Alpha sich verändert. Der Cosinus ist hier gleich 1, dann wird er wieder kleiner, geht über 0 und ist dann hier minus 1 und dann wird er wieder größer. Was also heißt, der Cosinus von egal welchem Winkel Alpha variiert ständig zwischen minus 1 und 1. Der Cosinus von Alpha liegt immer zwischen minus 1 und 1. Genau dasselbe gilt für den Sinus. Der größtmögliche Wert für den Sinus, das ist die 1, dann wird der Sinus wieder kleiner. Und der kleinstmögliche Wert, das ist minus 1. Also für egal welchen Winkel Alpha gilt, der Sinus von Alpha liegt immer zwischen minus 1 und 1 und der Cosinus von Alpha liegt immer zwischen minus 1 und 1. Ich stoppe jetzt mal diese Animation. So, stelle den Winkel Alpha wieder schön zurück. Übrigens, um zu behalten, was denn nun der Cosinus und was der Sinus ist, könnte man sagen, CO wie Couché. Couché, das bedeutet liegen. Und hier SI wie Assis. Man sitzt schön gerade. Oder auch SI wie Sitzen. So kann man unterscheiden, was der Cosinus und was der Sinus ist, beziehungsweise so kann man das einfach behalten. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf dieses rechtwinklige Dreieck hier. In diesem rechtwinkligen Dreieck gilt selbstverständlich der Satz des Pythagoras, der ja besagt, in einem rechtwinkligen Dreieck ist das Quadrat der Hypotenuse immer gleich zur Summe der Quadrate der beiden Katheten. Die eine Kathete, das ist der Cosinus von Alpha, und die andere Kathete, das ist der Sinus von Alpha. Die Hypotenuse, das ist der Radius vom trigonometrischen Kreis, also 1. Somit gilt hier also Cosinus von Alpha im Quadrat plus Sinus von Alpha im Quadrat gleich 1 im Quadrat. Also haben wir so die sogenannte Grundformel der Trigonometrie, der Sinus von Alpha im Quadrat plus der Cosinus von Alpha im Quadrat gleich 1 im Quadrat, das heißt 1. Eigentlich müsste man hier schreiben Sinus von Alpha zwischen Klammern, das Ganze im Quadrat. Das schreibt aber kein Mensch, alle schreiben Sin Quadrat von Alpha. So haben wir die Grundformel der Trigonometrie durch den Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck bestimmen können. Machen wir das wieder weg. Und jetzt definieren wir die dritte Taste auf dem Taschenrechner, TAN. TAN steht für Tangens.
Der Tangens des Winkels Alpha, das ist der Bruch von Sinus Alpha und Cosinus Alpha. Der Tangens von Alpha ist also Sinus von Alpha geteilt durch Cosinus von Alpha. Auf dem Taschenrechner steht für Tangens TAN, häufig schreibt man für Tangens auch TG. Das ist aber genau derselbe Begriff. Um diesen Tangens im trigonometrischen Kreis abzulesen, macht man Folgendes. Man zeichnet durch diesen Punkt E mit Koordinate 1, 0 diese vertikale Gerade. Immer bei 1, 0, niemals bei minus 1, 0. Immer hier. Dann verlängert man diesen Winkelschenkel OP bis zu dieser vertikalen Geraden hin. Und die Ordinate von diesem Punkt, das ist der Tangens von Alpha. Also gilt anscheinend, diese rote Zahl Sin Alpha geteilt durch diese grüne Zahl Cos Alpha ist gleich zu dieser violetten Zahl Tangens von Alpha. Das müssen wir natürlich beweisen, denn der Tangens von Alpha wurde hier schon definiert. Wir müssen also beweisen, dass die Ordinate von diesem Punkt genau dieser Tangens von Alpha ist. Weil das eine Ordinate ist, nennen wir die Zahl mal y und wenden jetzt den Satz des Thales an, der folgendes besagt. Wir haben hier ein kleines Dreieck APQ im großen Dreieck ABC. Und zwar ist das so eingezeichnet, dass diese Kante oder diese Seite BC parallel zu dieser Seite PQ ist. Und wenn BC parallel zu PQ ist, dann gilt, diese große Seite AB geteilt durch die entsprechende kleine Seite AP ist genau dasselbe wie diese große Seite AC geteilt durch die entsprechende kleine Seite AQ und das ist nochmal dasselbe wie diese große Seite BC geteilt durch die kleine entsprechende Seite PQ. In Kelmis kennen wir diesen Lehrsatz eher unter Frittentüten-Lehrsatz, denn das erinnert sehr stark an eine Frittentüte. In einer Frittentüte ist hier unten eine kleine Tüte drin, die dazu dient, das Frittenfett aufzufangen und das entspricht ungefähr der Situation vom Thales-Satz. Wir behalten hier, wenn diese Seite PQ parallel zu dieser Seite BC ist, dann gilt groß geteilt durch klein gleich groß geteilt durch klein gleich groß geteilt durch klein. Wir werden den Frittentüten-Lehrsatz hier anwenden. Hier ist das große Dreieck und hier ist das entsprechende kleine Dreieck. Und die zwei Dreieckseiten sind effektiv parallel zueinander, weil sie ja beide senkrecht zur x-Achse sind. Also können wir hier den Frittentüten-Lehrsatz anwenden. Gut, für eine Frittentüte ist das nicht ideal, sie so zu halten, aber trotzdem können wir den Lehrsatz hier anwenden. Groß geteilt durch klein gleich groß geteilt durch klein. Nochmal, groß, also y, geteilt durch klein, also Sin Alpha, gleich groß, also 1, Radius vom Kreis, geteilt durch klein, Cos Alpha. Nochmal, groß y geteilt durch klein Sin Alpha gleich groß 1 geteilt durch klein, Cos Alpha. Schreiben wir das schon mal hin, y auf Sin Alpha ist also gleich zu 1 auf Cos Alpha. Jetzt brauchen wir nur noch Sinus Alpha rechts rüber zu setzen. Links teilt die Zahl, rechts wird sie also multiplizieren und somit haben wir bewiesen, dass diese Zahl y nichts anderes ist als Sinus Alpha geteilt durch Cosinus Alpha. Aber dieser Bruch, der wurde eben als Tangens Alpha definiert, also y ist gleich zu Tangens Alpha, was zu beweisen war. Somit können wir also das y da wegnehmen. Wir wissen jetzt, dass das der Tangens von Alpha ist. Wir nehmen noch verschiedene andere Sachen wieder weg. So, auch den Cosinus und den Sinus.
So, und schauen uns jetzt die Variation von Tangens an, wenn Alpha variiert. Animation. Wir sehen, im ersten Quadranten ist der Tangent streng positiv, im zweiten ist er streng negativ, im dritten wieder streng positiv und im vierten wieder streng negativ. Ich setze jetzt den Winkel mal so, der Tangens von Alpha ist die Ordinate von diesem Punkt, die ist nach oben gerichtet, also streng positiv. Jetzt schauen wir, wenn der Winkel Alpha sich im zweiten Quadranten befindet. Wir sollen den Winkelschenkel OP verlängern bis zum Schnittpunkt mit dieser vertikalen Gerade. Niemals diese vertikale Gerade, immer von hier aus zeichnen. Wenn wir OP nach links oben verlängern, werden wir diese Gerade niemals antreffen. Deshalb müssen wir den Winkelschenkel OP nach unten verlängern, bis zum Schnittpunkt mit dieser vertikalen Gerade. Und das hier ist dann der Tangens von diesem Winkel Alpha. Das muss schon hier gezeichnet werden. Wir erinnern uns, der Cosinus von Alpha, der ist streng negativ. Der Sinus von Alpha, der ist streng positiv. Der Tangens ist also eine streng positive geteilt durch eine streng negative Zahl, das heißt eine streng negative. Der Tangens von diesem Winkel Alpha muss durch seine Definition streng negativ sein. Würde man also OP nach da verlängern bis zum Schnittpunkt mit dieser Vertikalen, dann wäre der Tangens streng positiv, dann würde das Vorzeichen nicht stimmen. Deshalb müssen wir den Tangens immer auf dieser vertikalen Geraden zeichnen. Jetzt schauen wir uns nochmal die Variation vom Tangens an. Ich halte Sinn und Cos wieder weg. So. So. Streng positiv, streng negativ, streng positiv, streng negativ. Ich stoppe diese Animation, stelle den Winkel wieder zurück. So, wir haben hier deutlich erkannt, dass das Vorzeichen von Tangens im ersten Quadranten, ich mache das ein bisschen größer hier, so, das Vorzeichen von Tangens ist im ersten Quadranten plus, im zweiten Quadranten minus, im dritten plus und im vierten minus. Das schalten wir jetzt wieder weg. So, auch den Tangent schalten wir mal weg. Wir definieren jetzt den Kotangens des Winkels Alpha. Der Kotangens des Winkels Alpha, das ist der Bruch Cosinus von Alpha geteilt durch Sinus von Alpha. Also genau der Kehrwert von diesem Bruch. Deshalb ist der Kotangens von Alpha dasselbe wie 1 geteilt durch Tangens von Alpha. Aber auf dem Taschenrechner waren nur 3 Tasten. Cos, Sin und Tan. Auf dem Taschenrechner ist keine Taste für Kotan. Aber da der Kotangens der Kehrwert vom Tangens ist, können wir durch die Taste Tan den Tangens berechnen und durch die Kehrtaste 1 auf x somit auch den Kotangens bestimmen. Der Kotangens ist definiert als Cosinus von Alpha geteilt durch Sinus von Alpha. Auch den Kotangens kann man im trigonometrischen Kreis ablesen. Und dazu zeichnet man durch diesen Punkt U mit Koordinate 0, 1 zuerst einmal die Horizontale. So. Und dann verlängert man den Winkelschenkel OP bis zu dieser Horizontalen hin. So. Und die Abszisse von diesem Punkt, das ist der Kotangens von Alpha. Auch das werden wir beweisen. Auch das müssen wir beweisen, denn der Kotangens von Alpha wurde hier schon definiert. Also müssen wir beweisen, dass diese blaue Abszisse effektiv gleich zu diesem Bruch ist. Das machen wir wieder mit dem Fritten-Tüten-Lehrsatz. Und zwar, dazu schalte ich wieder Sinus und Cosinus ein, so.
Wir sehen hier die große Tüte und hier sehen wir die entsprechende kleine Tüte. Und in diesen zwei Dreiecken gilt groß geteilt durch klein gleich groß geteilt durch klein. Das hier, diese blaue Zahl, das ist die Abszisse von diesem Punkt. Also ist die blaue Zahl eine Abszisse, deshalb nennen wir sie x. Und schreiben jetzt x geteilt durch cos alpha gleich 1 geteilt durch sin alpha. Es ist einfach groß auf klein gleich groß auf klein. Schreiben wir es hin. X auf cos alpha gleich 1 auf sin alpha. Die Zahl cos alpha, die hier teilt, setzen wir rechts rüber, dann multipliziert die da. So. X ist also gleich zum Bruch cos alpha geteilt durch sin alpha, aber dieser Bruch wurde gerade als Kotangens von alpha definiert. Also ist die Abszisse von diesem Punkt effektiv der Kotangens von diesem Winkel alpha. So können wir das x wieder wegnehmen. Wir haben ja jetzt bewiesen, dass die Zahl Kotangens von alpha ist. Ich mache jetzt den Cosinus und den Sinus wieder weg. Auch diese Verlängerung, die für den Tangens bestimmt war. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Variation vom Kotangens alpha, wenn alpha variiert. Wir können schön erkennen, im ersten Quadranten ist der Kotangens streng positiv, im zweiten streng negativ, im dritten streng positiv und im vierten wieder streng negativ. Stoppen wir diese Animation. Ich setze Alpha noch ein bisschen zurück. So. Wir haben also deutlich erkannt, so, im ersten Quadranten ist der Kotangens streng positiv, im zweiten streng negativ, im dritten streng positiv und im vierten wieder streng negativ. Das behalten wir aber auch nicht auswendig. Das lesen wir im trigonometrischen Kreis ab. Wir lesen im trigonometrischen Kreis ab Cosinus von Alpha als Abszisse von P, Sinus von Alpha als Ordinate von P, Tangens von Alpha als Sin Alpha geteilt durch Cos Alpha und Cotangens von Alpha als Cos Alpha geteilt durch Sin Alpha. Wir können im trigonometrischen Kreis noch vieles mehr ablesen. Starten wir hier nochmal. Ein Winkel Alpha wird angegeben. Cos Alpha ist diese grüne Zahl, diese grüne Abszisse von diesem Punkt. Sin Alpha ist die rote Ordinate von dem Punkt. Tangens Alpha können wir hier ablesen. Und Cotangens Alpha können wir hier ablesen. Wir machen diese vier trigonometrischen Zahlen von Alpha weg und konstruieren jetzt je nach diesem angegebenen Winkel Alpha den zugeordneten Winkel 180 Grad plus Alpha. Wir konstruieren den Winkel 180 Grad plus Alpha. Also von hier aus 180 Grad plus Alpha. Diese Öffnung hier entspricht genau der Öffnung von Alpha, weil das ja Scheitelwinkel sind. Wir erkennen hier in der Zeichnung schon eine Symmetrie gegenüber dem Ursprung. Schalten wir den Ursprung mal ein. Diese Situation ist symmetrisch gegenüber dem Ursprung O. Jetzt wollen wir den Cosinus von 180 Grad plus Alpha bestimmen. Das ist die Abszisse von diesem Punkt, also diese grüne streng negative Zahl. Und die ist eigentlich genauso groß wie der Cosinus von Alpha, diese Zahl, nur eben genau entgegengesetzt. Das heißt, wenn das da 0,8 ist, dann ist diese Zahl minus 0,8. Es sieht also so aus, als wäre der Cosinus von 180 Grad plus Alpha dasselbe wie minus Cosinus von Alpha. Schauen wir uns das an, wenn wir Alpha verändern. Wir sehen hier eine deutliche Situation der Punktspiegelung gegenüber dem Ursprung O. Durch diese Punktspiegelung
ist diese grüne Strecke hier genauso lang wie diese grüne Strecke da. Nur eben ist diese hier streng negativ und diese da ist streng positiv. Deshalb dieses Minuszeichen. Der Cosinus von 180 Grad plus Alpha ist also immer dasselbe wie Minus Cosinus von Alpha. Wenn wir zum Beispiel Alpha ersetzen durch 20 Grad, dann lesen wir ab, der Cosinus von 200 Grad ist genau dasselbe wie Minus Cosinus von 20 Grad. Machen wir diesen Cosinus mal wieder weg, so, und jetzt schauen wir Sinus von 180 Grad plus Alpha, diese Zahl. Das ist genau dasselbe wie der Sinus von Alpha, nur sind sie wieder entgegengesetzt. Überprüfen wir durch Punktspiegelung. Ja, das scheint zu stimmen. Die Zahl ist genauso groß wie die, nur eben entgegengesetzt. Wenn diese Zahl 0,3 ist, dann ist diese Zahl minus 0,3. Also können wir hier auch festhalten, der Sinus von 180 Grad plus Alpha, das ist minus der Sinus von Alpha. Schalten wir das wieder weg mit den Sinuswerten und schauen jetzt Tangens. Der Tangens von 180 Grad plus Alpha, so der ist hier abzulesen. Aber diese Zahl, das ist doch auch der Tangens von Alpha. Beide Zahlen sind gleich. Also können wir hier festhalten, der Tangens von 180 Grad plus einen beliebigen Winkel Alpha ist immer genau dasselbe wie Tangens von Alpha. Wenn wir zum Beispiel Alpha ersetzen durch 30 Grad, dann sehen wir, der Tangens von 210 Grad muss genau dasselbe sein wie der Tangens von 30 Grad. Diese Formel kann auch anders gerechtfertigt werden, denn der Tangens von 180 Grad plus Alpha, das ist der Sinus von dem Winkel geteilt durch Cosinus von dem Winkel. Der Tangens von diesem Winkel ist also minus Sin Alpha geteilt durch minus Cos Alpha. Die beiden Minuszeichen heben einander auf. Es bleibt Sin Alpha auf Cos Alpha, das heißt Tangens Alpha. Trotzdem ist es gut, wenn man diese Formel im trigonometrischen Kreis ablesen kann. Dann schauen wir noch für Kotangens, aber zuerst machen wir Tangens weg. So, der Kotangens von 180 Grad plus Alpha, das ist genau dasselbe wie der Kotangens von Alpha. Deutlich zu erkennen. Also gilt auch diese Formel, Kotangens von 180 Grad plus Alpha ist gleich zu Kotangens von Alpha. Wir schalten jetzt diesen Kotangens weg, so auch, und auch den Winkel 180 Grad plus Alpha. Wir werden jetzt ähnliche Formeln erstellen für den zugeordneten Winkel 90 Grad minus Alpha. Am Anfang haben wir diesen Winkel Alpha und diesem Winkel Alpha wird der Winkel 90 Grad minus Alpha zugeordnet. 90 Grad minus Alpha, das ist dieser Winkel hier. 90 Grad minus diese Öffnung Alpha. Schauen wir. Ja, haut hin. Wir sehen hier sofort eine Symmetrie gegenüber dieser Achse, gegenüber der ersten Winkelhalbierenden mit kartesischer Gleichung y gleich x. Lesen wir jetzt den Cosinus von diesem Winkel 90 Grad minus Alpha ab. Der Cosinus von 90 Grad minus Alpha, das ist die Abszisse von diesem Punkt, also diese grüne Zahl. Diese grüne Zahl ist aber genau dasselbe wie der Sinus von Alpha. Diese grüne und diese rote Zahl, die sind gleich groß und haben auch dasselbe Vorzeichen. Also sind sie genau gleich. So, der Cosinus von 90 Grad minus Alpha muss dasselbe sein wie der Sinus von Alpha. Diese Formel ist zu rechtfertigen durch Achsenspiegelung gegenüber dieser Achse. Wenn wir hier drin zum Beispiel Alpha durch 30 Grad ersetzen, dann erkennen wir sofort, dass der Cosinus von 60 Grad genau dasselbe sein muss wie der Sinus von 30 Grad. Oder auch wenn wir Alpha durch 45 Grad ersetzen,
dann erkennen wir sofort, dass der Cosinus von 45 Grad dasselbe sein muss wie der Sinus von 45 Grad. Solche Formeln lernt man aber nicht auswendig, sondern man liest sie im Kreis ab. Okay, machen wir das mal wieder weg und schauen jetzt den Sinus von 90 Grad minus Alpha. Das ist diese Zahl. Diese Zahl, das ist genau dieselbe wie der Cosinus von Alpha, durch die Animation wieder schön zu erkennen und durch Achsenspiegelung gegenüber dieser Achse schön zu rechtfertigen. Der Sinus von 90 Grad minus Alpha muss also dasselbe sein wie der Cosinus von Alpha. Die machen wir wieder weg und jetzt schauen wir den Tangens von 90 Grad minus Alpha. Ich nehme den Winkel aber etwas kleiner, Alpha etwas größer, so, damit man deutlich den Tangens erkennen kann. Selbstverständlich ist der Tangens von 90 Grad minus Alpha genau dieselbe Zahl wie der Kotangens von Alpha, durch Achsenspiegelung zu rechtfertigen. Das stimmt. Wir haben also auch diese Formel, die hätte man auch erhalten, wenn man Tangens von 90 Grad minus Alpha berechnet durch den Sinus von dem Winkel, geteilt durch den Cosinus von dem Winkel. Also hier durch Cos Alpha geteilt durch Sin Alpha. Das ist Kotangens von Alpha. Machen wir jetzt diesen Kotangens und diesen Tangens wieder weg und überprüfen eine ähnliche Formel für Kotangens von 90 Grad minus Alpha. Das ist diese hellblaue Zahl. Selbstverständlich ist diese Zahl genau dieselbe wie Tangens von Alpha. In der Animation hier ist das schön zu erkennen und diese neue Formel für Kotangens ist zu rechtfertigen durch Achsenspiegelung gegenüber dieser Achse da. Wir können also solche Formeln sehr schön im trigonometrischen Kreis ablesen und brauchen die also nicht auswendig zu behalten. Wer die auswendig behält, wird sich sowieso vertun, denn es gibt noch sehr viele ähnliche Formeln zu den zugeordneten Winkeln. Man kann zum Beispiel statt 90 Grad minus Alpha auch 90 Grad plus Alpha nehmen. Statt 180 Grad plus Alpha kann man auch 180 Grad minus Alpha nehmen. Oder auch hier 270 minus Alpha, 270 plus Alpha. Hier 360 plus Alpha oder 360 minus Alpha oder auch einfach den Winkel minus Alpha. Übrigens, der Cosinus von minus Alpha, das ist dasselbe wie der Cosinus von Alpha. Der Sinus von minus Alpha, das ist minus Sinus von Alpha. Der Tangens von minus Alpha, das ist minus Tangens von Alpha. Und der Kotangens von minus Alpha, das ist minus Kotangens von Alpha. Diese Formeln, die habe ich nicht auswendig gelernt. Ich lese sie im trigonometrischen Kreis ab. Lernt so etwas nicht auswendig, sondern seid clever. Es genügt zu schauen, um diese Formeln zu sehen. Look and see. Im trigonometrischen Kreis kann man sogar noch sehr viel mehr ablesen, wie auch ganz bestimmte trigonometrische Werte. Für einen angegebenen Winkel Alpha wissen wir, den Cosinus lesen wir da ab, den Sinus da, den Tangens da und den Kotangens da. Jetzt konzentrieren wir uns mal auf den Winkel 0 Grad. Ich stelle den Winkel Alpha jetzt auf 0 ein, so, und wir erkennen ganz deutlich, dass der Sinus von Alpha die Ordinate von diesem Punkt sein muss, also 0. Der Cosinus von Alpha ist hier der Cosinus von 0 Grad, das ist die Abszisse von diesem Punkt, also 1. Der Tangens, das ist 0. Und der Kotangens, den gibt es nicht, weil dieser Winkelschenkel OP diese horizontale Gerade niemals antreffen wird. Also für 0 Grad können wir diese vier trigonometrischen Werte in der Zeichnung ablesen. Der Sinus von 0, das ist 0, der Cosinus von 0, das ist 1, der Tangens von 0, der kann hier abgelesen werden, oder wir sagen, es ist Sinus geteilt durch Cosinus. 0 geteilt durch 1, das macht 0. Kotangens,
Gibt's nicht, weil der Winkelschenkel OP parallel zu dieser horizontalen Geraden ist. Oder wir sagen, den Kotangens gibt's nicht, weil 1 geteilt durch 0 ist nicht definiert. Bei 360 Grad haben wir genau dieselbe Situation, also diese 4 trigonometrischen Werte sind hier ganz genau gleich. Stellen wir den Winkel jetzt mal auf 90 Grad. So. Der Cosinus von 90 Grad, das ist 0. Der Sinus von 90 Grad, das ist 1. Den Tangens von 90 Grad, den gibt es nicht, weil dieser Winkelschenkel OP ist parallel zu dieser vertikalen Gerade. Der Kotangens von 90 Grad muss 0 sein. Also können wir hier für Sinus, Cosinus, Tangens und Kotangens diese Werte im trigonometrischen Kreis ablesen. Der Sinus von 90 Grad ist 1, der Cosinus von 90 Grad, das macht 0, der Tangens von 90 Grad, den gibt es nicht, und Kotangens von 90 Grad, das macht 0. Jetzt schauen wir bei 180 Grad. Wir stellen den Winkel auf 180 Grad ein, so, ist gemacht, und erkennen sofort, der Sinus von 180 Grad, das muss 0 sein. Sinn von 180 ist 0. Der Cosinus von 180 Grad, das ist minus 1. Stimmt. Der Tangens von 180 Grad, das ist 0. Und den Kotangens von 180 Grad gibt es nicht. Also in unserer Tabelle bleiben noch diese 12 Werte zu bestimmen. Ich setze den Winkel jetzt mal auf 60 Grad. So, ist gemacht. Schalte aber Kotangens, Tangens, Sin und Cos mal wieder weg. Tangens auch, so. Wir werden jetzt den Cosinus von 60 Grad bestimmen. Die Zahl, die dahin gehört. Zuerst einmal konstruieren wir das Dreieck EOP. Dieses Dreieck. Da ist es. Dieses Dreieck ist gleichschenklig, denn diese Seite, das ist der Radius vom trigonometrischen Kreis mit Länge 1. Und diese Seite, das ist auch der Radius vom trigonometrischen Kreis mit Länge 1. Also diese Seite ist 1 und die da auch. Dann ist dieses Dreieck also gleichschenklig. Und der Winkel, den die beiden Schenkel bilden, der beträgt 60 Grad. Die zwei Basiswinkel, das heißt dieser Winkel da, und dieser Winkel da, die müssen gleich groß sein, weil es ja ein gleichschenkliges Dreieck ist. Die beiden Winkel sind gleich groß und der da ist 60 Grad. Die Summe dieser drei Winkel im Dreieck beträgt aber 180 Grad. 180 Grad minus 60 Grad macht 120 Grad und die bleibenden 120 Grad werden unter diesen zwei Winkeln aufgeteilt, sodass jeder dieser Winkel da 60 Grad messen muss. Also sind die drei Winkel in dem Dreieck jeweils 60 Grad. Dann muss dieses Dreieck gleichseitig sein. Also das Dreieck EOP ist ein gleichseitiges Dreieck. Und in jedem gleichseitigen Dreieck gilt, eine Höhe ist automatisch auch eine Mittellinie. Das heißt, dass diese Höhe, ich setze den Winkel einfach mal so, das heißt, dass diese Höhe, diese Basis, genau in der Mitte schneidet. Also ist der Wert von da bis da genau die Hälfte vom Wert von da bis da. Aber der Abstand zwischen O und E, das ist 1, Radius vom Kreis. Dann muss dieser Abstand zwischen O und diesem Punkt da ein halbes sein. Der Cosinus von 60 Grad muss also ein halbes sein. Und somit können wir diesen Wert in unserer Tabelle hier eintragen. Der Cosinus von 60 Grad ergibt ein halbes. Jetzt suchen wir den Sinus von 60 Grad. Dazu haben wir die Grundformel der Trigonometrie. Der Sinus im Quadrat von 60 Grad plus Cosinus im Quadrat von 60 Grad, das macht ja 1. Diese Zahl Cosinus Quadrat von 60 Grad, die setzen wir rechts rüber. Dann wird das da minus Cos Quadrat von 60 Grad.
Und jetzt setzen wir noch das Quadrat rechts rüber. Wenn man ein Quadrat auf die andere Seite der Gleichheit setzt, dann wird das zu plus minus Quadratwurzel. Aber der Sinus von 60 Grad, der ist streng positiv, weil 60 Grad sich ja im ersten Quadranten befindet. Der Sinus von 60 Grad ist also streng positiv. Also, wenn wir das Quadrat drüber setzen, dann wird das nicht zu plus minus Quadratwurzel, sondern zu plus Quadratwurzel. Den Cosinus von 60 Grad, den haben wir gerade bestimmt. Also dürfen wir den ersetzen durch ein halbes. 1 minus 1 Viertel, das macht 4 Viertel minus 1 Viertel, also 3 Viertel. Der Sinus von 60 Grad ist also gleich zur Quadratwurzel von 3 geteilt durch die Quadratwurzel von 4. Also Quadratwurzel von 3 geteilt durch 2. Diesen Wert dürfen wir jetzt hier in unsere Tabelle eintragen. Der Sinus von 60 Grad, das ist Wurzel 3 halbe. Jetzt bestimmen wir auch den Tangens von 60 Grad. Der Tangens von 60 Grad, das ist der Sinus von 60 Grad, geteilt durch Cosinus von 60 Grad. Sinus von 60 Grad haben wir gerade berechnet. Cosinus von 60 Grad, den haben wir eben berechnet. Und um diesen Bruch durch diesen zu teilen, multipliziert man den ersten mit dem Kehrwert des zweiten. Hier kann man die zwei Zweier noch wegkürzen. Und so erhalten wir, dass der Tangens von 60 Grad Quadratwurzel von 3 ist. Also dürfen wir hier eintragen, Tangens von 60 Grad, das ist Wurzel 3. Der Kotangens von 60 Grad, das ist der Kehrwert vom Tangens von 60 Grad, also 1 auf Wurzel 3. Hier multiplizieren wir dann noch Nenner und Zähler mit Wurzel 3. Und somit finden wir dann als Kotangens von 60 Grad Quadratwurzel von 3 geteilt durch 3. Kotangens von 60 Grad ist also Wurzel 3 geteilt durch 3. Somit bleiben nur noch diese 8 Werte zu bestimmen. Konzentrieren wir uns jetzt auf 30 Grad. Ich nehme hier mal alles weg, das war gemacht, auch den Cosinus von 60 Grad. Wir stellen jetzt den Winkel auf 30 Grad. Ich habe das hier so vorbereitet, dass der Winkel Sprünge von 15 Grad macht. Deshalb bin ich sicher, dass da 30 Grad sind. Wir suchen jetzt die trigonometrischen Werte für 30 Grad. Legen wir los. Wir wissen, dass der Sinus von 90 Grad minus Alpha für jeden Winkel Alpha dasselbe ist wie Cos Alpha. Wenn wir also in dieser Formel Alpha durch 60 Grad ersetzen, dann finden wir, dass der Sinus von 90 Grad minus 60 Grad dasselbe sein muss wie der Cosinus von 60 Grad. 90 Grad minus 60 Grad, das macht aber 30 Grad und somit haben wir herausgefunden, dass der Sinus von 30 Grad dasselbe sein muss wie der Cosinus von 60 Grad. Cosinus von 60 Grad, den Wert kennen wir. Und hier steht, dass der Sinus von 30 Grad genau denselben Wert hat. Also müssen wir diese Zahl ein halbes dahin schreiben. Stimmt, der Sinus von 30 Grad macht ein halbes. Wenn wir in dieser Formel den Winkel Alpha nicht durch 60 Grad, sondern durch 30 Grad ersetzen, dann erhalten wir, dass der Sinus von 60 Grad genau dasselbe sein muss wie der Cosinus von 30 Grad. Oder auch der Cosinus von 30 Grad, also diese Zahl, muss genau dieselbe sein wie der Sinus von 60 Grad. Das heißt, diese Zahl wird hier einfach abgeschrieben. Stimmt. Der Tangens von 30 Grad, das ist der Sinus von 30 Grad geteilt durch Cosinus von 30 Grad. Und wenn wir ein halbes durch Wurzel 3 halbe teilen, dann ergibt das 1 geteilt durch Wurzel 3, das heißt Wurzel 3 Drittel. Die ähnliche Division hatten wir eben hier schon gemacht. Und für den Kotangens, das ist der Kehrwert davon, das heißt Wurzel 3. Bleibt nur noch 45 Grad. Wir nehmen wieder diese Formel
und ersetzen dieses Mal Alpha durch 45 Grad, so, dann erhalten wir, der Sinus von 90 Grad minus 45 Grad ist dasselbe wie Cosinus von 45 Grad. Also muss der Sinus von 45 Grad genau dasselbe sein wie der Cosinus von 45 Grad. Wir haben aber auch noch die Grundformel der Trigonometrie. Durch die Grundformel der Trigonometrie wissen wir, dass der Sinus im Quadrat von 45 Grad plus der Cosinus im Quadrat von 45 Grad 1 geben muss. Wir wissen aber, dass Cos von 45 Grad dasselbe ist wie Sin von 45 Grad. Also dürfen wir hier in der Grundformel den Cosinus von 45 Grad ersetzen durch dessen Sinus. Dann steht hier also Sinus im Quadrat von 45 Grad plus Sinus im Quadrat von 45 Grad macht 1. Sin Quadrat von 45 Grad plus die Zahl selbst, das macht zweimal diese Zahl. Also steht hier zweimal Sin Quadrat von 45 Grad. Und diese zwei, die da multipliziert, die setzen wir sofort rechts rüber, wo sie dann teilt. Jetzt wird noch das Quadrat rechts rüber gesetzt, wo es normalerweise zu plus minus Quadratwurzel wird, aber 45 Grad ist im ersten Quadrant, auch das kann ich hier schön einstellen, so, 45 Grad ist im ersten Quadrant, also ist der Sinus von 45 Grad streng positiv. Das Quadrat wird also rübergesetzt, nicht in Form von plus minus Quadratwurzel, sondern von plus Quadratwurzel. Und die Quadratwurzel von 1/2, das ist die von 1 geteilt durch die von 2, also 1 geteilt durch Wurzel 2. Und diesen Bruch multipliziert man unten und oben mit Wurzel 2. So ergibt das Wurzel 2/2. So haben wir also bewiesen, dass der Sinus von 45 Grad genau Wurzel 2/2 ergibt. Also Sinus von 45 Grad ergibt Wurzel 2/2. Hier steht, dass der Cosinus von 45 Grad dasselbe sein muss wie der Sinus von 45 Grad. Also können wir eintragen, dass der Cosinus von 45 Grad dieselbe Zahl ist, Wurzel 2/2. Tangens von 45 Grad, das ist die Zahl geteilt durch die da. Eine Zahl geteilt durch sie selbst ergibt immer 1, außer 0 auf 0. Aber diese Zahl ist ja nicht 0. Also ergibt das hier 1 und aus demselben Grund ist der Kotangens von 45 Grad auch 1. Wir konnten also hier sämtliche besondere trigonometrische Werte herausfinden. Müssen wir die jetzt alle auswendig wissen? Nein, denn die trigonometrischen Zahlen von 0 Grad konnten wir alle 4 im trigonometrischen Kreis ablesen. Auch die von 90 Grad, 180 Grad und 360 Grad. Also lernen wir das nicht auswendig, es reicht im Kreis zu schauen. Jetzt diese Zahlen hier. Die 3 da, das sind genau dieselben Zahlen wie die darüber. Nur in der anderen Reihenfolge geschrieben. Wurzel 3 Drittel steht unten rechts, dann kommt die 1 und Wurzel 3 steht unten links. Diese drei Werte sind also genau dieselben wie diese drei, nur in der anderen Reihenfolge. Und diese drei Werte, die haben wir sehr schnell bestimmt, indem wir einfach Sinus durch Cosinus teilen. Also brauchen wir die auch nicht auswendig zu wissen. Die Division ist sehr schnell erfolgt. Jetzt diese drei Werte. Diese drei Werte sind genau dieselben wie die drei hier oben. Nur eben in der anderen Reihenfolge geschrieben. Von links nach rechts 1/2, Wurzel 2/2, Wurzel 3/2 und hier von rechts nach links dieselben Zahlen 1/2, Wurzel 2/2, Wurzel 3/2. Also brauchen wir diese 9 da nicht auswendig zu wissen. Bleiben noch diese 3. Um diese drei Zahlen zu behalten, gibt es einen kleinen Trick. Man schreibt für alle drei Zahlen Wurzel von geteilt durch 2. Wurzel von geteilt durch 2. Und unter diesen drei Wurzeln schreiben wir jetzt die Zahlen 1, 2 und 3. Dann haben wir hier
Wurzel 1 auf 2, das heißt 1 auf 2, Wurzel 2 auf 2 und Wurzel 3 auf 2. Also brauchen wir diese Zahlen auch nicht auswendig zu wissen. Man kann sehr viele von diesen Zahlen im trigonometrischen Kreis ablesen. Es genügt, im trigonometrischen Kreis vernünftig lesen zu können. Trotzdem schadet es nicht, wenn man solche trigonometrischen Zahlen sofort erkennt. Es schadet nicht zu wissen, dass beim Sinus und Cosinus diese drei besonderen Werte auftreten und dass bei Tangens und Kotangens diese drei besonderen Werte auftreten. Übrigens, der Taschenrechner, der kennt auch diese trigonometrischen Werte. Überprüfen wir, wir kommen jetzt auf unsere Einleitungsfrage zurück. Wenn wir zum Beispiel den Sinus von 60 Grad suchen, dann müssen wir zuerst darauf achten, dass der Taschenrechner effektiv auf Grad steht, auf Degree. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man zuerst den Taschenrechner richtig einstellen. Das macht man hier durch das Setup, gelb, also wählen wir die Taste Shift für gelb, Shift, Setup. In der zweiten Kategorie steht Winkeleinheit, also wählen wir die 2 aus. Ich klicke auf 2, Klick. Hier stehen dann die drei vorgesehenen Winkeleinheiten. Unser Gradmaß, Degree. Hier steht das Bogenmaß, das sind Radians. Und hier steht dann noch das dritte Maß. Hier steht Gon, kommt vom griechischen Wort Gono und bedeutet Winkel. In dieser Winkeleinheit beträgt ein rechter Winkel 100 Grad. Wir nutzen die da nie. Wir brauchen entweder Radiant oder Grad, Degree. Hier arbeiten wir in Grad, also wählen wir die 1 aus. Das war ja eben auch schon ausgewählt. Wir suchen jetzt den Sinus von 60 Grad. Wir tippen dafür die Taste Sin, tippen dann 60 ein für die 60. Jetzt kann man hier die Klammer schließen, muss man aber nicht. Durch die Enter-Taste gibt der Taschenrechner den wissenschaftlichen Wert vom Sinus von 60 Grad an. Möchte man den Dezimalwert kennen, im trigonometrischen Kreis können wir ablesen, dass das ungefähr 0,85 ist. Das sieht man im trigonometrischen Kreis. Genauer ist es 0,866. Um den Dezimalwert zu erhalten, tippen wir hier auf diese Taste, S für Science, wissenschaftliche Schreibweise, D für Dezimal, Schreibweise, so 0,866 und ein paar gequetschte. Wenn wir übrigens einen Winkel suchen, dessen Cosinus bekannt ist, das brauchen wir im Physikunterricht, dann macht man das wie folgt. Wir suchen zum Beispiel den Winkel, dessen Cosinus 0,5 ist. Das machen wir dann mit der Funktion, die über der Cos-Taste angegeben wird, diese gelbe Funktion Cos hoch minus 1. Dies gelb, also brauchen wir dafür die Shift-Taste, Shift für gelb, Cos für Cos hoch minus 1. Wir suchen den Winkel, dessen Cosinus ein halbes ist, also 0,5. Auch hier kann man die Klammer schließen, muss man aber nicht. Man kann auch sofort auf Enter tippen und wir stellen fest, das ist genau 60 Grad. Das wussten wir. Der Cosinus von 60 Grad ist ein halbes, 0,5. Der Taschenrechner dient natürlich dazu, auch trigonometrische Werte zu berechnen, wenn der Winkel kein spezieller Winkel ist, wie zum Beispiel Tangens von 23 Grad. Die Enter-Taste liefert sofort den Dezimalwert von diesem Tangens. Es gibt auch noch viele andere besondere Winkel als die da, zum Beispiel 15 Grad. 15 Grad ist auch ein ganz besonderer Winkel und wenn wir zum Beispiel den Sinus von 15 Grad berechnen, so, dann schreibt der Taschenrechner hier auch eine wissenschaftliche Schreibweise. Den Dezimalwert erhalten wir so. 105 Grad ist auch ein besonderer Winkel. Tippen wir mal ein
Cosinus von 105. Enter. Auch diese Zahl wird wissenschaftlich angegeben. Diese modernen Taschenrechner sind toll, denn solche Zahlen braucht man heutzutage nicht mehr auswendig zu lernen. Der Taschenrechner liefert sie.